Hoi! Wir sind heute mit dem Auto unterwegs hier hinten. Und zwar sind wir bei einer Zürcher Stiftung. Wir haben das Webinar am 9. Uhr anfangen, sind aber schon am 8. Uhr dort gewesen, darum auch mit dem Auto recht früh unterwegs. Aber dieser Tipp ist auch wichtig für dich. Lieber zu früh als zu spät. Natürlich haben wir mit unserem Kamera-Equipment und allem noch viel mehr zum Aufstellen, als du vermutlich hast. Aber trotzdem ist es wichtig, lieber zu früh als zu spät etwas anfangen. Bei deinem Webinar log dich doch 10 Minuten früher ein. Oder log dich wenigstens 5 Minuten früher ein, wenn du nicht gerade der Host bist. Es ist besser, pünktlich zu sein, als nachher zu spät reinzukommen. Jeder sieht es irgendwie, es ist unangenehm und es wirkt unprofessionell. In diesen 5 Minuten kannst du auch noch den Hintergrund richtig einrichten, kannst dafür sorgen, dass dein Headset funktioniert, damit alle dich hören und nicht plötzlich fährst du das Meeting an und niemand hört, was du sagst. Der Tipp, den ich heute am meisten möchte mitgeben und dir ans Herz legen, ist Nummern weitergeben. Wenn du mit deinem Team oder mit einem Kunden irgendein Meeting hast oder eine Teamsitzung, was auch immer, dann schreib doch deine Nummern rein. Und schreib einen Satz wie, in einem technischen Notfall können sie mich da und da erreichen. Das zum einen schafft es Nähe und zum anderen gibt es dir und deinen Kunden auch die Sicherheit, dass du erreichbar bist, falls irgendetwas ist. Andererseits, Kundennummer immer bereit haben, dann kannst du dich auch geschwind melden, falls bei dir etwas doch nicht klappt, trotz Vorbereitung. Für mich geht es jetzt gerade weiter, meine Pause ist fertig, aber das würde ich dir wirklich ans Herz legen. Denk doch daran, wenn du das nächste Mal machst und in einem Meeting drin bist. Lieber zu früh als zu spät. In dem Fall, schönes Tagli!